Als nächstes zu Wort gemeldet ist Alois Stöger. Er war einmal Verkehrsminister von der SPÖ. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu meinen Vorrednern anstelle einer tatsächlichen Berichtigung. Die Aufgabe der Bundesministerin ist, die Verfassung einzuhalten. Und die Aufgabe der Bundesministerin ist, die Gesetze der Republik einzuhalten, die hier im Nationalrat beschlossen werden. Und das ist die Aufgabe der Verwaltung. Und sie steht der Verwaltung vor. Ich kann das alles bestätigen, was wir zum Schifffahrtsgesetz gesagt haben, nämlich, mein Vorredner gesagt hat, wir sind mit dem Schifffahrtsgesetz in der Europäischen Union angekommen und wir werden dem auch die Zustimmung geben. Wir haben jetzt die Thematik, dass wir alle Themen des Verkehrsausschusses da haben und da fehlt mir die zentrale Vorlage. Es fehlt mir nämlich die Vorlage einer gemeinsamen Erklärung oder eines Antrages der gesamten Bundesregierung, das Bundesstraßengesetz zu ändern. Die Bundesministerin erklärte in der Öffentlichkeit, dass sie mit dem Gesetz, da kann man, ist möglich, man muss nicht zufrieden sein, mit dem, wie das Gesetz ist, das kann man ändern. Das kann man ändern, wenn man im Parlament eine Mehrheit hat. Dann kann man es ändern. Aber als Minister und als Ministerin kann man nicht entscheiden, ob das Gesetz mir passt oder nicht. Wenn es mir nicht passt, halte ich es nicht ein. Sondern eine Ministerin hat die Gesetze dieses Hauses, Punkt, Beistrich, einzuhalten. Ich werde das noch einmal ganz, ganz deutlich hier, und das sage ich ganz bewusst als Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Und ich sage es noch einmal, Eigentümer der Asfinag ist nicht die Frau Ministerin, sondern Eigentümerin oder Eigentümer sind die Österreicherinnen und Österreicher alle zusammen. Die Frau Ministerin ist die Eigentümervertreterin. Und die Meinung, die sie in der Hauptversammlung zu sagen hat, ist diejenige, die der Nationalrat hier im formalen Beschluss des Parlaments gegeben hat. Das ist nicht beliebig, sondern daran ist die Ministerin gebunden. Und Frau Bundesministerin, ich kenne den kleinen Unterschied zwischen der Rolle der Legislative und der Exekutive. Und ich halte das für eine Demokratie, für ganz entscheidend, dass wir diese Differenzierung kennen. Und das müssen auch grüne Politiker zur Kenntnis nehmen und vor allem grüne Ministerinnen, wenn sie in der Langfristigkeit das Vertrauen haben wollen, dass man Transformationsprozesse, die wir dringend brauchen, da bin ich immer einer der das mitträgt, aber wenn wir das wollen, dass wir Transformationsprozesse zu CO2-freier Produktion wollen, dann müssen wir das Vertrauen der Bevölkerung haben und das haben wir nur, wenn wir demokratisch sind. Und das müssen Sie tun. Alois Stöger, Verkehrssprecher der SPÖ und Vorsitzender des Verkehrsausschusses.